Sie auf den für David noch Kakao draufstreuen? Gerne. Super, danke. Du bringst David Kaffee ans Bett? Guten Morgen. Ich glaube, ich muss Olli mal stecken, dass mir das auch gefällt. Kaffee? Sehr gern. Wie läuft's denn bei euch? Sehr gut, Gott sei Dank. Wir haben gerade noch mal die Kurve gekriegt. Das freut mich. Da nimmt sich Olli bestimmt auch mehr Zeit für dich. Ja, das ist erstmal New York angesagt. Ihr wollt nach New York? Nur Olli. Obwohl, nur ist nicht richtig. Robert fliegt auch mit. Hm. Ist doch bestimmt blöd für dich, oder? Nein, echt nicht. Und ehrlich gesagt, Robert ist es nicht wert, dass wir nur eine Sekunde über ihn reden, okay? Jetzt ist es erstmal wichtiger zu klären, ob Milchschaum gut für die Haut ist oder nicht. Was? So. So. Elias schlägt aus, wenn er neue Eisen kriegt? Ja, ich muss meine Viertelstunde auf ihn einreden. Dann pass bloß auf dich auf. Gegen mich hat er ja nichts. Ist nur gegen den Schmied. Also, ich muss da mal wieder. Ciao, Mädels. Ja, mach's gut. Was machen wir zwei mit einem freien Tag? Alles klar? Schon die ganze Zeit so still? Wundert dich das? Hab ich irgendwas mitgekriegt? Das trifft wohl eher auf mich zu. Was? Kannst du mal bitte sagen, was los ist? Kann es sein, dass du nur mit mir zusammen bist, weil mit Christian nichts läuft? Du liebst Christian immer noch. Stimmt's? Jetzt sag schon, ist es so? Liebst du Christian? Zumindest wissen die im Fundbüro jetzt Bescheid, falls dann Armand doch noch abgegeben werden sollte. Ja, ich glaube zwar nicht dran, aber... Ist das nicht Prinz Philipp zu Hohenfelden? Ihr kennt euch? Nicht, dass ich wüsste. Sie kennen mich natürlich nicht, aber ich habe schon viel über sie gelesen. Ja, das ist Olli, der Besitzer des berühmten No Limits. Hi. Das ist Andi, den kennst du ja schon, und das ist Philipp. Darf ich fragen, was Sie nach Königsbrunn führt? Tja, gekommen bin ich wegen des Autorennens. Und geblieben bin ich nun, sagen wir mal, weil es mir dort sehr gefällt. Gesehen nicht, aber viel über ihn gehört. Ich war vorhin in der Küche und da wird gemunkelt, dass er gekündigt hat. Gekündigt? Hat er dir gar nichts gesagt, oder wie? Ich bin wahrscheinlich der Grund. Naja, ich hätte auch keine Lust, meine Freundin zu bedienen. David und ich, wir haben uns gestritten. Aber nicht wegen dem Kuss im No Limits, oder? Nein. Also, nicht direkt. Pass auf, ich werde noch mal mit ihm reden. Oh, auf gar keinen Fall! Was denn? Ist doch totaler Blödsinn, dass sie wegen mir Ärger kriegt. Nein. Ich werde ihm noch mal sagen, dass ich dich nur geküsst habe, um Olli ans Reinzuwürgen. Dann wird er schon einsehen, dass der Kuss nichts zu bedeuten hat. Du wirst ihm gar nichts sagen, okay? Ich kläre das. Okay, wenn dir das so viel bedeutet. Ja, mir liegt viel daran. Willst du uns wirklich verlassen? Es ist besser so. Manchmal muss man einfach einen harten Schritt machen. Du wirst uns sehr fehlen, mein Junge. Sieh mir auf, Frau Linse, und ihre Suppen und der Kakao. Alles gut. Tschüss. Alles gut. Viel Glück. Danke. Auch alles Gute. Ja, alles Gute. Tschüss. Danke. Ja. Ich hab schon gehört. Was willst du jetzt machen? Mir einen neuen Job suchen, sonst kann ich mir bei euch die Miete nicht leisten. Und ich kann dich nicht umstimmen. Ich meine, du kannst mich hier doch nicht alleine lassen, Alter. Hier ist man noch nie allein. Außerdem hast du ja noch Rebecca. Jetzt warte doch mal. Oder bist du auf der Flucht? Lass es einfach, okay?
David, ich weiß, dass du dich mit Rebecca gestritten hast. Wir haben uns getrennt. Was? Ich verstehe dich nicht. Seit Monaten schmachtest du ihr hinterher, wünschst dir nichts mehr, als mit ihr zusammen zu sein. Und jetzt haust du einfach, ha? Sie liebt mich einfach nicht. Natürlich tut sie das. Du hast doch gar keine Ahnung. Was? Weil ich schwul bin oder wie? Quatsch, weil du überhaupt nicht checkst, wie Rebecca tickt. Ach, was gibt's denn daran, bitte nicht zu checken, David? Hey, blickst du es immer noch nicht? Rebecca liebt mich einfach nicht. Sie liebt dich.